Dark Showdown Fat Tona Turnier, Achtelfinale. Chanchidori vs. Moonlight Stories. Chanchidori. Maria kam wie jede Woche zum Platz, brachte Kaffee, die Picknickdecke und Brote mit. Pascal wartete schon wie immer an seiner angestammten Stelle. Das gemeinsame Picknick. Es hatte sich wie zu einem Ritual entwickelt und lief immer gleich ab. Pascal war zuerst da. Maria brachte alles mit und zusammen aßen sie dort ein bisschen, begleitet vom Singen der Vögel und dem Rauschen der Blätter im Wind. Nach einigen Stunden stand Maria wieder auf. »Nächste Woche selbe Zeit?«, fragte sie, nur um keinen halben Gedanken später nachzuschieben. »Ach, warum frage ich noch? Du wirst hier sein.« Sie stand auf und packte die Picknickdecke und die restlichen Sachen zusammen und strich mit der Hand noch einmal über den Grabstein. »Bis nächste Woche, Pascal.« Moonlight Stories. Maria kam wie jede Woche zum Platz, brachte Kaffee, die Picknickdecke und Brote mit. Pascal wartete schon, wie immer, an seiner angestammten Stelle. Das gemeinsame Picknick. Es hat sich wie zu einem Ritual entwickelt und lief immer gleich ab. Pascal war zuerst da, Maria brachte alles mit und zusammen saßen sie dort ein bisschen, begleitet vom Singen der Vögel und dem Rascheln der Blätter im Wind. Nach einigen Stunden stand Maria wieder auf. »Nächste Woche? Selbe Zeit?«, fragte sie, nur um keinen halben Gedanken später nachzuschieben. »Ach, warum frage ich eigentlich noch? Du wirst hier sein.« Sie stand auf, packte die Picknickdecke und die restlichen Sachen zusammen und strich noch einmal mit der Hand über den Grabstein. »Bis nächste Woche, Pascal.« »Wen fandet ihr besser?«